Moin Leute, hier ist euer Alisaphir mit dem zweiten Part zu Super Mario. Ja doch, war schon richtig. Super Mario Bros. 3. Lange ist auch wieder her. Und yo, habe ich jetzt lang nicht mehr gespielt. Ich mache das eigentlich jetzt nur beim Let's Playen und so. Und privat. Ja, habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gezockt. Also damals habe ich es halt schon ein bisschen gekannt und so. Also nur das Remake, denn nicht jetzt die NES-Version. Und jo, mal schauen, ob das Geld jetzt nicht nachlässig geworden ist. Wir wählen es nur Mario. Alles im ersten Part gemacht und wollte ich ja sagen, gehen wir auch direkt weiter. Setze die drei Teile eines Bildes richtig zusammen und gewinne einen Preis. Du hast nur einen Versuch. Okay. Das ist, also wenn man es gut timet, würde ich sagen, 50 zu 50 so eine, naja, Glücksspiel, sag ich mal. Wenn man es gut timet. Und noch ein Pilz. Naja, egal. Na egal, da kann man jetzt ruhig irgendwas drauf tippen, ey. Mann, jetzt haben wir auch schon verkackt, Mann. Mann, ey, das ist übel zum Kotzen, ne? Naja, egal, ich will mich jetzt nicht so derbe aufregen, ey. Aber darauf hab ich jetzt keinen Bock drauf. Und hier ist auch schon die Erzburg von Welt 1. Mal schauen, wie die so aufgebaut ist. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen mehr springen und auch ein bisschen mehr aufpassen hier von den ganzen Hindernissen. Und vor allem die verkackten Feuerbälle. Was habe ich von Feuerbälle eigentlich? Warte mal. Feuerbälle? Na doch, ne auch. Naja, Feuerkugeln, Feuerbälle. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht, das perfekte Wort dazu. Sag einfach Feuerbälle dazu. Weil bei Mario ist ja genauso. Die sind nur kleiner. Aber sonst, naja. Springen wir erstmal. Ich könnte auch mal ein bisschen rennen, aber hier habe ich ein bisschen Schiss. Und das bringt eh nichts, deswegen. Ja. Ich hätte fast wieder verloren. Wir gehen durch diese Tür und wow. Ruhig bleiben. Ja, erstmal gewartet, bis die Tür erscheint. Und mal schauen, wer der Boss ist. Ich bin mir zwar hier nicht sicher, aber es müsste Klappe Bum Bum sein. Weil hier gibt es ja auch in Mario 3D Land. Und. What the fuck? Ja, genau. Auf die Fresse. Auf. Nein, du gehst erst nicht sterben. Hast du gehört, Alter? Du gehst nicht sterben. Alter. Boah, okay. Ey, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir jetzt das. Sterben. Boah, Alter. Okay, hier haben wir, denke ich mal, Bum Bum oder wie heißt, aber ich denke mal schon, weil der sieht ja fast genauso aus wie jetzt in den Teilen und so. Ja, ich möchte speichern. Aber der sieht jetzt wirklich fast genauso aus, aber ihr könnt mich mal aufklären, wenn ihr wollt. Weil ich bin mir da gerade nicht so sicher und ja, ich schätze mal, dass das Bum Bum dort darstellen soll. So, nächstes Level und es fängt irgendwie so an. Ja, okay. Okay, wir sind klein, aber müssen aufpassen. Okay. Ja. Okay. Ich habe immer noch Schiss, dass wir jeden Augenblick sterben, ne? Aber ich muss auf. Das war so klar. Wieso habe ich damit rechnen können? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Egal, aber jetzt sind wir auch noch im Weg. Wir müssen erstmal gegen den. Ich pass lieber auf, ey. Nein! Wow!
Oh, war das knapp, ey. Das war jetzt Risiko. Das war Risiko, ey. Aber sowas von. Oh mein Gott. Ja, für die Belohnung haben wir natürlich einen Stern reglich verdient. Jetzt machen wir es nochmal. Mal schauen, dass wir diesmal hoffentlich nicht failen, wenn es geht. Danke. Hoffentlich. Sag ich immer wieder. Ja, ich spiele jetzt hier einfach mal weiter. Das ist jetzt hier ganz kurz was anderes. Vorne hinweg, falls die Tonqualität und jetzt so halt ist, weil bei mir kann man bis jetzt nur bis 480p schalten, ne? Weil ich kann das ja nicht mit KineMaster machen, weil das geht nur bis 30 FPS und hier habe ich es gemacht, dass No Limit ist, also vielleicht auch bis 60 FPS geht. Deswegen tut's mir leid, weil mit KineMaster ist es dann scheiße, weil das dann so verzögert ist und dann nur 30 FPS und 30 FPS ist gerade scheiße, weil ich will es auch schon ein bisschen flüssig haben, ne? Und ja, deswegen kann ich jetzt auch nur gerade so aufnehmen ohne Bearbeitungsprogramm. Junge! Deutlich sprechen, habe ich doch ein paar Mal gesagt. Du sollst nicht so, naja, rumlabern. Den deutlich sprechen wäre ja auch mal besser und so, ne? Was eigentlich sagen wollte, dass wir erstmal den Level erstmal geschafft haben. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, Mann. Ach, Mann, immer das mit dem Faden verlieren. Ich sag's euch dann jetzt einfach weiter. So, wir sind jetzt Level 6 und ja, gut. Deswegen ist es normal. Ja, deswegen ist es normal, wegen kein Scrolling, weil Scrolling Level 8. Ich glaube, Scrolling Level mag definitiv keiner. 90% und sag mal 95% mag keine Scrolling Level. Ja, damit ich wieder hier weiter reden kann. Wegen Tonqualität und das alles. Sorry halt dafür, mit KineMaster kann ich es halt nicht machen. Oder wie das heißt, aber ich denke schon, dass KineMaster heißt. Geht nicht, geht nur bis 30 FPS und das ist dann zwar scheiße verzögert, darauf habe ich keinen Bock. Es würde zwar dann für bis HD kann man dann halt, würde man draufschalten, aber 30 FPS lohnt sich nicht. Ah nee, bin ich doof? Bin ich... nein, Alter, nein. Wieso habe ich das so versucht? Alter, was ist denn los mit mir? Ich kann überhaupt nicht nachdenken, ey. Ich muss mal besser hingucken. Alter, was war das? Aber naja, jedenfalls, ich habe noch ein anderes Bearbeitungsprogramm, weil KineMaster habe ich jetzt erstmal kurz gelöscht, weil... Mann, was ist das für eine Nee. Das ist behindert. Mann! Junge, was ist los, ey? Mann, ich stelle mich an wie ein Noob, ey. Junge. Dann mach ich halt mehr auf. Was war das? Was war das zur Hölle? Kein Kommentar. Ich sag immer nur, kein Kommentar. Du kannst mich mal, Pilz. Naja, jedenfalls, ich habe halt noch ein anderes Bearbeitungsprogramm, dieses von Video-Editor-Dings da halt. Das werde ich dann in der Videobeschreibung packen. Da kann ich zwar auch höchstens machen, da ist wenigstens nicht dieses scheiß Symbol da in der Ecke, hoffe ich zumindest. Wenn es dann halt ist, dann kann ich halt nichts dafür, weil, boah, man muss das halt kaufen, wie bei KineMaster halt. Das ist das dieses scheiß Symbol da, begann auch als Wasserzeichen, wie sie es halt benannt haben. Diesmal gehe ich auch dahin. Ja, um nicht nochmal zu sterben. Ich habe halt noch anderes Bearbeitungsprogramm von Magic Star, dieses Video-Editor-Dings da. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es euch extra in die Videobeschreibung packen. Und, ja. Ist zwar nicht unterstützt, komm mal hoch, wow. Ja, das mit 1080p und so wird zwar leider nicht unterstützt, aber hoffe, dass man mehr als 480p schalten kann. Ich hoffe es, aber ich denke eher nicht, aber
Ich habe halt so ein scheiß Bedenken. Und dann noch was. Ich habe jetzt auch einen Zweitkanal. Ja, ich habe wieder was Atron. Nehme ich jetzt einfach. Keine Ahnung, nehme ich nicht. Nehme ich einfach hier. Nee, was war denn das? Was war B? Oh cool, noch ein Blatt. Ja, genau. Ich habe jetzt auch nochmal einen Zweitkanal. Der läuft ein kleines bisschen anders ab. Lest einfach die Kanalbeschreibung. Ja, entweder habe ich es irgendwie voll übertrieben oder ja, fehlt dann einfach selbst. Den Zweitkanal findet ihr dann unten in der Videobeschreibung nochmal. Dann sind wir auch schon im Castle. Oh, wie furchtbar! Der König wurde verzaubert. Bitte findet den Zauberstab, um ihn zurückzuverwandeln. Machen wir auf jeden Fall, so schnell wie möglich. Jo, hier sind wir schon mal im ersten Kurs. Na, Kia Kassel heißt es jetzt zwar nicht, aber ist zwar abgebildet. Aber ja, hoffentlich dann lassen wir uns jetzt nicht von irgendwelchen Dingern da treffen, die unnötig sind. Was soll ich jetzt heute sagen? Dann erstmal die Feuerblume ein und lassen wir uns dabei hoffentlich nicht treffen. Danke. Ja, so, Kast abgebildet, aber ist halt Luftschiff. Luftschiffe sind immer Scrolling-Level, eben davon. Naja. Mag ich halt nicht so. So, drehen wir die Röhre und geht gleich los mit dem Bosskapitel. Schnell, ey. Ich weiß nicht, wer hier das ist oder so. Ob das auch so eine Art von den Kupferlingen sind oder so, weil ich hab das damals auch nicht gewusst und ich lasse mich tatsächlich treffen. Boah, ich war doch ein Treffer. Treff ihn doch! Sonst wäre ich jetzt fast tot, ey. So, wir haben den Schlüssel erhalten, Leute. Level geschafft. Oh yeah. Cool. Und der Tod freut sich. Yay. Oh, großartig, fantastisch. Ich habe meine alte Gestalt zurück. Ah ne, warte mal, das ist so falsch gesprochen. Scheiße. Oh, großartig, fantastisch. Also hier ist jetzt irgendwas mit Prinzessin. Ja, okay. Sei gegrüßt, falls dein Geist dagegen bekommt. Vorsicht, die jagen dich, sobald es ihnen zurückzuwenden ist. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird, Prinzessin Toadstool. Und ich habe mit Absicht so schnell gesprochen, weil kann ja sein, dass es automatisch dann überspringt. Deswegen, sorry für das dumme Genuschel. Aber naja, egal. Aber anscheinend war das erst weg, wenn ich A drücke. Da kann ich es dann nochmal für euch extra deutlich vorlesen. Sei gegrüßt, falls du einen Geist zu sehen bekommst, Vorsicht, sie jagen dich, sobald du ihnen den Rücken zuwendest. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Prinzessin Toadstool. Jo, ein Pillflügel. Welt 1 completed. Fortschritt speichern. Speichern. Ja, dann sind wir auch schon Welt 2. So sieht's aus. Und fangen, würde ich sagen, machen wir noch 1-2 Level ungefähr, sieht aus in der Zeit. Ach, dafür ist auch definitiv Zeit und sowas von. Ja, so, fangen wir erstmal an mit Welt 2 1. Sieht so erstmal aus und das sind diese Dinger da, die da übel so springen. Also da sind ja diese Gummisamme drin. Oh nee, komm schon. Geht halt nicht Glück. Was wollte ich noch sagen? Verlieren das ganze Zeug. Ja. Voll chillig. Was wollte ich sagen? Nein. Ich wollte eigentlich sagen, oh cool, sterben. Ich wollte eigentlich sagen, dass, also hier wegen dieser Tonqualität und so, weil ich habe das ein bisschen lauter gemacht und versuche, dass beim Sound, dass beim Ingame-Sound, das ist also für mich ein bisschen mehr verständlich, sag ich dann einfach mal Spiele-Sound, weil, ja,
habe ich so gemacht, dass es beim Sprechen und bei dem Sound so gleich bleibt. Also hoffe, dass es halt im Video dann auch so gleichbleibend ist. Weil ein Kommentar hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Boah, was, ja. Dass mich ein Kommentar stutzig gemacht hat und so und mir dann auch gesagt hat, so, dass ich ein bisschen lauter bin beim Sprechen und bei dem In-Game-Sound, dass es ein bisschen weniger zu hören ist. Deswegen ist jetzt ab dem Part jetzt so ein kleines Experiment, sag ich mal. Ob man das alles gut hören kann und so. Und wenn man es gut hören kann, dann könnt ihr mal, wenn ihr wollt, in den Kommentaren schreiben, ob das dann so ist. Wenn das dann so ist, werde ich das dann einfach beibehalten. Hier sind wir schon mal im zweiten Level. Ich habe schon mal eine gute Tarnung hier und darf ich mal einsammeln? Dann kann man bitte nicht rein. Auch danke. Kann man da rein in die Röhre? Ne, ich denke nicht. Können ja irgendwas. Nein, hier können ja nichts rein. Wow. Chillen wir mal hier ein bisschen lang. Das ist ein bisschen. Ist auf jeden Fall besser. Hier ein bisschen aufpassen. Ne? Jo, das haben wir uns soweit auch geschafft. Dann so, ja, zum Glück kann Mario so hoch springen. Das war's jetzt. Okay, die Levels sehen das nicht alles so lang, aber ja, okay. Und den zweiten Stern, also halt als Karte natürlich. Mal schauen, ob wir dann auch beim nächsten Mal noch einen Stern erhalten, weil da gibt's glaube ich schon. Wie viele Ups? Das wäre cool. Dann, um es spannend für euch zu halten, machen wir die Burg im nächsten Part. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal, euer Adi Saphir. Ciao Leute, macht's gut.